Saisonauftakt in der Easy Credit BBL. Für Brose Bamberg geht es am Sonntagnachmittag um 15 Uhr gegen die BG Göttingen. Während es im nationalen Wettbewerb das erste Spiel ist, liegt das erste Pflichtspiel der Saison mittlerweile 9 Tage zurück. Die Erinnerungen daran, alles andere als gut. Durch eine Niederlage gegen Juventus Utena verpasste Brose die Qualifikation für das internationale Geschäft. Eine Niederlage, über die für das Team um Headcoach Johann Reuerkas und Rückkehrer Patrick Heckmann zu reden war. Die Aufbauarbeit, ja gut, wir haben trainiert, wir haben hart gearbeitet, wir haben uns das Spiel angeschaut, haben daraus versucht zu lernen oder haben daraus gelernt, haben natürlich einige Fehler gemacht am Ende, das ist ganz klar. Und haben uns aber jetzt schon wieder voll und ganz auf Göttingen konzentriert. Und da müssen wir jetzt einfach weiterspielen, weitermachen. Das ist jetzt vorbei, das muss abgehakt werden. Und wir brauchen jetzt wieder ein positives Erfolgserlebnis auf jeden Fall, um nach vorne zu blicken. Die Saison ist lang, die hat eigentlich noch gar nicht angefangen. Von daher, natürlich ist es schade, dass wir jetzt nicht international spielen. Aber jetzt liegt der volle Fokus auf der Bundesliga. Wir müssen verstehen, dass Spielen gewinnen, wie sagt man, kommt nicht einfach nach uns zu. We have to get the ball. Das haben wir verpasst in das vierte Viertel in Estland. So ärgerlich das Ausscheiden auch war, der Blick muss und kann nur nach vorne gehen. Da warten mit der BG Göttingen am Sonntag und den Jobs der Gießen 46ers am kommenden Dienstag. Karten gibt's übrigens unter tickets.brosebamberg.de, nämlich gleich 2 Gegner innerhalb kürzester Zeit. Und will man dem Wegfallen der Champions League doch zumindest etwas einigermaßen Positives abgewinnen? Der Fokus liegt nun zu 100% auf der BBL. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja, dass wir lieber spielen als zu trainieren, aber gut, umso mehr Zeit zum Trainieren, ja. Also das heißt zum Trainieren, aber um uns vorzubereiten auf die nächsten Spiele, aufs Wochenende oder wann auch immer die sind. Von daher haben wir keine Ausrede, müde ins Spiel zu gehen oder unvorbereitet. Wir haben da jetzt immer eine Woche Zeit und die Zeit werden wir nutzen. Wie das Brose-Team diese Zeit nun nutzt, zeigt sich am Sonntag zum ersten Mal. Zu sehen gibt's das Spiel natürlich wie immer live ab 14.45 Uhr bei Magenta Sport und dieses Mal zusätzlich auch ab 15 Uhr bei Sport 1. Was die Zuschauer dort erwartet, fassen Patrick Heckmann und Johann Reuerkas zusammen. Ja, Göttingen ist ein sehr tiefes Team dieses Jahr, haben 3 starke Guards, 3 starke Imports auf den Positionen, die gut zusammenspielen. Auch einen guten großen Fünfer geholt, der auch offensiv den Ball passen kann und ein bisschen Spielverständnis hat, sage ich mal. Und mit Mattes und mit Akim auch noch gute Deutsche, die da von außen drauf werfen können. Und haben auch schon gute Leistungen gezeigt in der Vorbereitung. Hamburg geschlagen, glaube ich, in Hamburg. Von daher, die sind gefährlich dieses Jahr und die müssen wachsam sein. Ja. Göttingen spielt ein sehr höheres Pace, sehr schnell Basketball. Wir müssen sehr gut zurücklaufen und die Dreierlinie verteidigen. Die werfen bis jetzt ziemlich viel Dreier, nicht so viel, aber ziemlich viel, aber ein höher Percentage. They shoot 50% when they win. So die Dreierlinie verteidigen wird natürlich key.